11. September 2024, der Sommer ist hier zu Ende in Norwegen. 7 Grad über dem Gefrierpunkt und Dauerregen ist angesagt die nächsten 2 Tage. Ich will trotzdem meine Chancen hier in dem See wahren auf die Monsterforelle. Ihr habt sicher das Video gesehen, wo mir einer ausgestiegen ist. Tatsächlich ist mir ein ähnlich großer Fisch abgerissen, weil ich leichtsinnigerweise hier mit einer Forellenrute geangelt habe und Forellenschnur entsprechend. Und das war too much. Und jetzt will ich doch langsam herausfinden, was für ein Fisch das wirklich ist, der hier drin steckt. Oder mehrere. Wer weiß. Hecht, Zander, auf keinen Fall, weil hier gibt es nur Forellen und Saiblinge drin offiziell. Vielleicht hat jemand einen Koi-Karpfen ausgesetzt, der riesengroß ist. Kann ich mir bei den Temperaturen hier schwer vorstellen. Denn das hier ist richtig fett, dick gefroren im Winter. Bleibt nur eine Riesenforelle oder ein Riesensaibling. Mir wäre letzteres echt lieber. Schauen wir mal. Das hier ist die eben beschriebene Situation mit der Forellenrute am Forellensee. Klingt einleuchtend. Die meisten Fische haben so zwischen 25 und 30 cm. Tatsächlich habe ich live hier noch nie eine größere Forelle auch bei anderen Anglern gesehen. Und bis auf den Aussteiger vor ein paar Wochen hatte ich auch hier nie einen größeren Fisch dran gehabt. Dementsprechend Spinnrute 2,40 m, 5 bis 28 Gramm Wurfgewicht, 2000er Rolle mit 007 Geflecht und 023 Monofil Vorfach. Für einen Ultralight-Angler ist das sicherlich schon grobes Zeug und das sollte doch nun wirklich reichen an einem typisch norwegischen See, in dem entsprechend kleine Forellen und Saiblinge vorkommen. Oh, gute Forelle. Gibt's doch gar nicht. Direkt hier schon so ein dickes Ding. Gibt's doch gar nicht. Ja, da schwamm mir doch die Forelle wie ein Bonito entgegen. Ich kam kaum nach mit dem Kurbeln mit dem kleinen Röllchen. Die ist groß, die ist groß, die ist groß. Da ist er wieder, eine dicke Forelle. Diesmal will ich es aber haben. Bei 07er Schnur. Das wird nicht so lustig. Muss nicht locker lassen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie erleichtert ich in dem Moment war, dass es dieses F-Wort gibt. Zurück zu Mitte September, was in Norwegen schon Herbst ist, da sollte sich lohnen, auf Forelle zu fischen. Auch wegen der Kälte und dem Regen, denn im Sommer sind die Kriebelmücken hier unerträglich. Ich stehe hier mit meiner 3,30 Meter Meerforellenrute, 4000er Rolle, 014er Schnur, 030er Vorfach. Wir wissen warum. Als Köder verwende ich hier Gummiwürmer am Bleikopf und die Methode Twitching Jigs. Darüber habe ich ja schon ein gesondertes Video gemacht. Ich kann es nur empfehlen, diese Technik zu lernen. Auch meine Guiding-Gäste waren erstaunt, mit welch simplen Ködern und Technik sich weit mehr fangen lässt. Das sieht bloß noch schön landen. Auch nicht der Riese, wie ich eigentlich gehofft hatte, aber eine gute Forelle. Sieht richtig gut. Für so eine kleine Forelle finde ich erstaunlich. Jetzt fehlt aber die Power, hä? Echt krasse Sache. Die kämpft mir. Das kann man nicht vergleichen mit, wenn die nur 30 cm haben. Auffällig war auch, dass sie nicht den geringsten Ansatz machte zu springen. Wow, was eine fette Forelle. Ja Leute, Salmoniden-Experten, was ist das hier für ein Fisch? Ja, zum Vergleich, so sehen unsere normalen Forellen hier aus. Obwohl, die hat auch keine roten Punkte. Aber das ist halt so die normale Größe hier. 25, 30 cm, total schlank. Der arme Fisch, der ist hinüber, der hat den Haken im Auge. Okay, den muss ich auch mitnehmen. Hier zum Vergleich nochmal die normale Größe von Forellen in diesem See. Und dieser schon in diesem See vollkommen außergewöhnlicher Fisch. Obwohl ich, wie gesagt, schon weit schwerere Fische definitiv
dran hatte. Aber mich würde mal interessieren, und sicher euch auch, welche Farbe das Fleisch hat. Weil das scheint mir von seiner Statur her ein richtiger Raubfisch zu sein, der eben kleine Forellen frisst. Demnach dürfte das Fleisch, würde ich jetzt mutmaßen, nicht rot sein, sondern müsste weiß sein. Aber es ist ganz eindeutig lachsrot. Interessant. Also, welche Salmonide ist das? Ich mache den auch mal auf. Das hier ist so ein blass Orange, wie man sieht. Also war weiter nicht vergleichbar mit dieser Farbe. Auch ohne Blut ist das wirklich orange, das Fleisch. Schön, fettes Tier. Bachforelle, Seeforelle, Meerforelle, alle tragen den gleichen wissenschaftlichen lateinischen Namen Salmo drutta. In England unterscheidet man noch die Ferox-Traut, Salmo ferox. Dieser Name ist allerdings nicht wissenschaftlich anerkannt. So könnte auch diese Forellenart hier mit seinen auffällig wenigen großen schwarzen, aber fehlenden roten Punkten eine endemische Unterart dieses norwegischen Sees sein. Zum Vergleich, damit auch Laien der große Unterschied auffällt, hier einige typische Bachforellen. Typisch für diese Art scheint auch zu sein, dass zumindest auf einer Flosse auch Punkte sind, was bei meiner komplett fehlt. Was meint ihr? Eine Meerforelle ist es definitiv nicht. Die Forellen des Sees können zwar in den Fjord entkommen, aber nicht wieder zurück. Drückt mir die Daumen, noch die Forellengröße zu erwischen, die mir ausgestiegen und abgerissen ist.